Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute geht es um das Thema USP. Ja, mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing, Experte für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und obwohl wir Sonntagabend haben, 20.52 Uhr und mein Gänsebraten am ersten Advent bereits im Ofen schmort und meine Nichte und mein Neffe ganz ungeduldig warten, dass wir zu Abendessen, muss ich jetzt unbedingt noch diese kurze Präsentation hier machen, weil ich einfach eine E-Mail noch durchgelesen habe von einem potenziellen Kunden und da ging es in das Thema USP. Und da habe ich mir ganz kurz überlegt, was kann ich denn hier noch an Mehrwert bieten für meinen wirklich netten YouTube-Kanal. Und ich nenne das Ganze mal sofort mehr Umsatz als Softwareentwickler bzw. IT-Berater. Wie kannst du das schaffen? Und wie wichtig ist der USP? Es gibt nun mal, leider Gottes, auch in der IT-Branche ganz viele Produkte, die durchaus vergleichbar sind. Ja, nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen. Und wenn man hier keinen USP sich herausarbeitet, dann steht man natürlich im Preiskampf und im Preiskrieg sozusagen. Im Krieg gibt es immer nur Verlierer. Ja? Und deswegen wollen wir unsere Dienstleistung, unser Produkt nicht über den Preiskrieg vermarkten, sondern über die Positionierung. Über die Positionierung. Positionierung ist das A und O. Positionierung, egal was du eigentlich verkaufst oder vermarktest, ist letztendlich das Verhältnis zwischen Preis und Wertschöpfung. Okay? Das Verhältnis zwischen Preis und Wertschöpfung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Denn es gibt, glaube ich, nichts, was so relativ ist wie der Preis. Im Vertrieb grundsätzlich. Und meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung, sind viel zu viele Kunden einfach zu sehr auf den Preis fixiert, vordergründig zumindest, besonders im B2B, weil sie eben gewisse Budgetgrenzen haben, jetzt aktuell jetzt kriselt es ein bisschen, dann hat man vielleicht, manche Unternehmen haben dann nur begrenztes Budget, wo sie normalerweise 300.000 Euro Budget hätten, haben sie jetzt nur noch 30.000, ja, solche Gespräche gibt es auch. Aber letztendlich geht es doch darum, was ist die relative Wertschöpfung zum Preis. Ja? Denn wenn ich heute mir einen faulen Apfel kaufe für 1 Euro, dann war der Euro immer noch zu teuer. Ja? Das heißt, wenn ich mir aber einen sehr wohlschmeckenden Apfel kaufe für 2 Euro, der außergewöhnlich gut schmeckt und auch noch biogemäß angebaut wurde, dann zahle ich dafür vielleicht auch 3 Euro. Das heißt, es gibt nichts, was so relativ ist wie der Preis, immer im Verhältnis zur Wertschöpfung. Und wie verknüpfe ich es jetzt mit der Positionierung? Das heißt, es gibt letztendlich schon, Sigmund Freud hat es herausgefunden vor vielen, vielen Jahren, es gibt letztendlich immer nur 2 Beweggründe, die einen Kunde überhaupt dazu veranlasst, irgendetwas zu tun, etwas zu verändern. Veränderung bedeutet immer Unbequemlichkeit. Ja? Also das heißt, Bequemlichkeit ist grundsätzlich im Menschen veranlagert. Der Mensch ist grundsätzlich faul. Ja? Das heißt, um Veränderung herbeizuführen, bedarf es einer Motivation. Und die ist entweder Schmerz oder Freude. Und das hat schon Sigmund Freud herausgefunden. Und was wir in dem Zusammenhang verstehen müssen in der Positionierung ist, wie grenze ich mich von meinem Mitbewerb ab? Und es gibt natürlich jetzt einige, die grundsätzlich sich immer ganz gern abgrenzen vom Mitbewerb, indem sie den Mitbewerb schlecht machen. Ja, das ist eine Strategie, die verfolge ich aber nicht so ganz so gerne, denn sie zeugt eigentlich von mangelnder Kreativität, möchte ich es mal so benennen. Ja, und auch ein bisschen nicht so einen ganz guten Charakter. Ja, denn wer mit anderen
Wer auf andere mit einem Finger zeigt, zeigt gleichzeitig mit vier Fingern auf sich selbst. Ja, also das heißt, es ist natürlich ein bisschen so eine Geschichte, auch im deutschsprachigen Raum. Ja, in den USA zum Beispiel ist es in der Werbung ganz normal und ganz einfach erlaubt, auch den Mitbewerber grundsätzlich schlecht zu machen. Das ist ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in der Werbung grundsätzlich eher nicht, ist eher verpönt bzw. sogar verboten. Da herrschen ganz andere Regeln, auch eine andere Mentalität und Kultur. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie grenze ich mich ab, ja, ohne jetzt den Mitbewerber schlecht zu machen. Und das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Aufgabe, wenn es darum geht, sich Positionierungen zu erarbeiten. Und die Positionierung ist nochmal zur Wiederholung immer das Verhältnis zwischen Preis und Wertschöpfung. Ja? Denn der Preis ist relativ zum Nutzen. Ja? Immer. Und die Wertschöpfung ist immer verknüpft mit dem vorhandenen Schmerz oder Freude. Das heißt, der eigentlichen dahinterstehenden Motivation, ein Produkt oder eine Dienstleistung einzukaufen, die aktuell dem Kunden begleitet. Und hierzu mal ein paar Beispielchen. Beispiele aus der IT-Branche, aus dem täglichen Leben, die mir persönlich und meinen Mitarbeitern immer wieder begegnen. Datenchaos, das wäre der Schmerz, versus Golden Record, also letztendlich eine geordnete Dateninfrastruktur. Aktuell ein riesiges Thema, wird wahrscheinlich zunehmend Potenzial, ja, sagen wir mal, also stark zunehmender Zukunft, weil einfach die Datenmenge sich innerhalb der nächsten 5 Jahre verachtzigfachen wird. Ja, gibt Studien dazu. Also Datenchaos auf der einen Seite, Schmerz, Golden Record, Struktur in der Datenstruktur, geordnete Datenstruktur auf der anderen Seite. Ein weiteres Beispiel, Schwachstellen in der IT-Infrastruktur, das wäre der Schmerz. Und auf der anderen Seite die Freude, Schwachstellenanalyse. Ja? Dann drittes Beispiel aus dem alltäglichen Leben, Vertrieb nimmt Bestellungen über Papier und Stift auf. Also es gibt immer noch in der Industrie ja, Vertriebler, Bestandskunden, Pfleger, also Account Manager, ja, Verkäufer, wie man sie auch immer nennen mag, die sozusagen vom Bestandskunden immer noch Bestellungen oder Nachbestellungen oder Bestellungen von Ersatzteilen, Zusatzbestellungen etc. etc. per Stift und Papier aufnehmen. Und da ist natürlich eine Fehlerquelle, da ist natürlich Ineffizienzen im Prozess etc. etc. versus Tablet und E-Shop, also letztendlich Bestellungen automatisiert entgegennehmen. Oder zumindest über ein Tablet, zumindest digitalisiert, ja, oder zum Teil automatisiert die Bestellungen, die man einfach auch ohne weiteren Erklärungsbedarf einfach aufgeben kann, ja, sogenannte Nachbestellungen etc. etc. Die Nachverfolgung der Bestellung und so weiter. Das wäre also dann die Freude, ja, darauf freut sich so jemand, der diesen Schmerz hat, Vertrieb nimmt Bestellungen immer noch über Bleistift und Papier auf. Und wenn du jemanden sozusagen, je nachdem wie groß der Schmerz ist und du ihm sozusagen entsprechend große Freude bereitest, kannst du auch entsprechend dein Produkt, deine Dienstleistung platzieren und natürlich entsprechend Preise abrufen. Ja, ja, jetzt würde ich dir einfach mal raten, nimm einfach mal ein weißes Blatt Papier und die Aufgabe würde ich dir jetzt einfach mal geben, dir einfach mal so 10, 20 wie ich sie eben hier gerade genannt habe, Beispiele mal nur runterzunotieren. Was sind so die Freude, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Nutzen, was ist der Nutzen oder die Nutzen meiner Produkte und Dienstleistungen, wenn du mehrere hast. Das einfach mal runterzukritzeln und dir da mal wirklich intensivst Gedanken drüber zu machen, denn das ist entscheidend, wenn es darum geht, deine Positionierung zu verfeinern, weiter auszubauen und dich einfach abzugrenzen von deinem Mitbewerber. Denn nur so kannst du deine Preise rechtfertigen am Markt. Ja? Ja, wenn dir das jetzt sozusagen ein bisschen weiter geholfen hat, ein bisschen einen Anstoß gegeben hat, dann kann ich mich meiner Gans im Ofen widmen, ja, und meinen Nichten und meinen Neffen. Und ein bisschen Glas Rotwein heute Abend noch genießen am ersten Advent. Ja? Ich freue mich schon super drauf.
Und du kannst hier mal unten klicken und schauen, ob du hier einen Termin mit mir findest. Ja, morgen vielleicht, ab morgen bin ich wieder auch im Büro natürlich. Heute ist Sonntag. Und dann können wir gerne mal telefonieren. Ja, und mal schauen, ob ich dir da irgendwie weiterhelfen kann. Ja, ganz konkret, ganz unverbindlich und mal Viertelstunde, halbe Stunde in deiner Positionierung, was deine USP betrifft. Vielleicht meine Erfahrungen mit einfließen lassen und da würde ich mich freuen, wenn wir uns da mal hören. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, viel Erfahrung und bis zum nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal. Ciao, ciao. Achso, Daumen hoch und abonnieren natürlich den Kanal nicht vergessen.